Und hiermit herzlich willkommen zu einer neuen badtastischen Folge hier in Batman Arkham Knight. Das Batmobil kann in diesem Gebiet nicht selbstständig fahren. Im Hintergrund hört ihr jetzt schon den Alarm der Bank läuten. Das ist das Werk von keinem geringeren als Two-Face. Wird Batman ihn aufhalten können? Bleibt gespannt. Na gut, Jungs, los, los! Selbst wenn Harvey sich seinen Teil nicht erreicht, HP, seine beiden Anteile! Meine Angriffe werden vom Alarm überdeckt. Die Zeit der Heimlichkeiten ist vorbei. So, das war der erste Kandidat. Kein Problem. So, Männer, immer wenn die Fledermaus einen erwischt, werfen wir eine Münze. Kopf, eure Familie kriegt eine Entschädigung, solange ihr im Knast hockt. So. Leise Zahl für den hier. Wir richten deiner Frau unsere Feindheit. Ich wollte eigentlich ein... Ah! Bro. So, boah, Digga. Schon wieder ein HP. Ich bin wieder One. Wieder ein One-Hit-Wonder. Okay, jetzt müssen wir mit Bedacht vorgehen. Ich glaube... Wir haben niemandem geschadet. So. Ich habe noch nie so viel Bares gesehen. Oh. Nein. Digga. Auf einmal waren alle an einer Stelle. Sieh nur, was aus uns geworden ist. Okay, Leute, jetzt haben wir gelernt, jetzt machen wir das Beste draus. So, der Anfang war noch ganz exquisit. Hey. So, jetzt kann man hier rein. Das heißt, zwei Kugeln für jedes Kind.
Die Leute hier sind aber auch echt blind. Weiter! Wieder Zahl? Das ist alles viel zu auf heute. Das letzte Mal hat Batman mir den Arm gebrochen. Okay, ich glaube, wir fangen an, hier die Gadgets zu benutzen. Das kann ich noch nicht tun. Hier ist noch ein Mann am Boden. Ey, Junge. Ich vergesse mal, dass man nur eine Rauchbombe hat. Ich glaube, ich bin gerade einfach nur echt nicht aufgewärmt. Ich glaube, die Leiste oben ist so eine Art Zeitlimit. Bester Zeittag überhaupt! Oh ja! Okay, jetzt verstehe ich. Jetzt sind die alle hier nur noch oben. Okay, wartet, ich probiere das so zu machen. Gut. Hat nicht funktioniert. Machen wir es dann doch lieber so. Ey. Das ist unglaublich. Ja, so. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bewaffnete, das wird schwierig. Gentlemen, die Bonusrunde. Wollt ihr doppelten Lohn für die Nacht? Ganz einfach. Tötet Batman! Wo ist er? Two-Face hat den Alarm abgestellt. Ich muss leise sein. Warum gewinnt er immer? Der eine Typ ist dort verbuggt. Seite! Was soll das? Jetzt weiß er, wo wir sind. Gut, ich habe genug von diesen Spielchen. Ein Dutzend von uns. Wir werden genauso enden, wenn wir uns nicht zusammenreißen. Schluss mit Verstecken! Da ist er! Diesmal kommt er nicht davon!
Oh, Bro, wo jetzt? Ey, das wird jetzt lächerlich, okay. Die Münze hat immer recht, Batman. Ey, das macht mich gerade richtig wütend. Ah. Gentlemen, die Bonusrunde. Wollt ihr doppelten Lohn für die Nacht? Ganz einfach. Töte Batman! Two-Face hat den Alarm abgestellt. Ich muss leise sein. Fledermaus hat diesem Kerl echt zugesetzt. Ich steh Wache. Mich schon gefragt, wann er endlich loslegt. Wer ein Glück hat, wenn er das mit mir versucht, wird's ihm schlechter gehen. Er steht nicht mehr auf. Geht weiter! Das kann ich noch nicht tun. Immer wenn die Fledermaus einen erwischt, werfen wir eine Münze. Komm! Eure Familie kriegt eine Entschädigung, solange ihr im Knast kommt. Ha! Die wird an eurer Stelle. Ich brauche Hilfe! Er kommt mir! Batman, ich wusste, dass du das nicht zulässt. So einfach war das. Hatte, so einfach. Wir sollten dich verhaften und nicht mit selbsternannten Rächern arbeiten. Du hattest mir versprochen, dass es innerhalb eines Jahres kein Verbrechen mehr in Gotham gibt. War ich jemals Teil des Plans? Oder war ich nur eine Ablenkung? Der schöne Anwaltsjunge, der die Mafia hassen konnte, während du sie erledigt hast. So haben wir auch den nächsten Banküberfall aufgehalten. So. Wir müssen... Wir müssen dort rüber zum Wayne Tower. Aber auf dem Weg dorthin können wir ja... Schaut euch diese Baustelle an. Nichts von wegen Rezession. Ist aber ziemlich hässlich, wie sie einfach was Neues auf das Alte draufsetzen. Ich wusste ja gar nicht, dass wir es mit einem Architekturkenner zu tun haben. Hey, ich erkenne einen hässlichen Wolkenkratzer, wenn ich einen sehe. Außerdem, warst du mal da unten? Es ist unheimlich. All die verlassenen Geschäfte und leeren Straßen. Ich würde gern was upgraden. Das... So. Um ehrlich zu sein, bin ich froh, dass wir hinter den Barrieren hocken. Da draußen heißt es jeder für sich. Keine Sorge, das Nicht-Milizpersonal hat strikte Befehle. Die, von denen wir wissen, da draußen laufen Psychos rum, die auf keiner Seite sind. Diese Barrieren sind doch sicher, oder? So. Batman hat keine echten Flügel zu Vollidiot. Muss er dem reicht er bestimmt nicht. Gotham City ist also der Ort, an dem sowohl Batman als auch eine riesige Fledermaus wohnen? Ich bitte dich. So.
Der Einzige, der noch seine Runden dreht, ist dieser Ninja. Du hast sie verloren. Die Kontrolle über Gott. Deine lange Schreitzeit haben. Wow. Ey. Kinderspielchen. So, also, wie ich vorhin sagen wollte, schon vor längerer Zeit, also nicht so langer Zeit, aber schon längerer Zeit, ich würde sagen, auf unserem Weg zum Wayne Tower. Keine Ausreden mehr. Lern zu gewinnen oder verschwindet. Ein weiterer Verbesserungspunkt. Oh, dort gibt's ja gleich noch einen. Er wird die Stadt nicht mehr wiedererkennen, wenn wir fertig sind. Wir werden überall sein. Er kann sich dann nirgendwo mehr verstecken. Morgen um diese Zeit verschwinde ich. Hab mein Geld und eine neue Identität. Niemand wird mich finden. Mir egal, was du denkst. Scarecrow ist ein Freak, Mann, und wir hätten den Job nicht annehmen sollen. Was ist los? Hast du Angst, weil du auf amerikanischem Boden arbeitest? Angst, Batman könnte auftauchen? Oder einfach nur Angst vor Scarecrow? Ich bin bereit für Batman und Uncle Sam kann mich kreuzweise nach dieser Farce in der Army. Aber Scarecrow? Ja, der macht mir Angst. Der spricht so, als wolle er den Weltuntergang heraufbeschwören. Als ich mich meldete, sagte der Neid, es wäre von Bedeutung. Ich sei wichtig. Es gäbe was, wofür es sich lohnt zu kämpfen, aber das, das kommt mir eher vor wie ein Himmelfahrtskommando. Wow. Los, Batman, schlag schon zu. Was ist das? Jetzt bist du nicht mehr so stark, was? Ey. Ja, such den toten Winkel. Nein, der Medic, halt den Medic. Das ist so das Schlimmste, was beim Thema Heilen passieren kann. Boom. Komm nochmal. Boah. Und jetzt Kapam. So.
Wo ist die Kontrolle? Dort ist sie. Und zack. Kein Ding für den King. Meine Leute geben niemals auf. Sie haben Blut geleckt. Dein Blut. Alles stört ein Mensch. Alles, wofür du gearbeitet hast. Dein Frieden errichtet auf einem Fundament aus Sand. Wow. Was ist denn hier passiert? Officer? Officer, nein! Ivy und Scarecrow haben sich wohl in die Haare gekriegt. Ich glaube, er wird den Unkräuter nicht entzücken. So, was können wir hier denn noch machen? Hier gibt's noch einen Standpunkt, den man ausschalten kann. Wartet. Nein, das war die Kreatur. Ich werde die Wachtürme der Miliz ausfindig machen und ausschalten. Ja, Batman. Ich glaube dir. Super, Scarecrow ist im Fernsehen. Was finden diese Leute nur an Ansprachen? Wenn ich jemanden ausraube, kläre ich den auch nicht über die Technik des Stehens auf. Ich sehe gerade keine Standpunkte. Deshalb würde ich sagen, können wir ja schon mal hier runter gehen. Und, meine Freunde, was sich... Ey, technisch betrachtet ist das doch irgendwie Batmans Grundstück, oder? Aber heute müssen wir das leider durchgehen lassen. Denn es gibt Wichtigeres. Endlich gehört Gotham den richtigen Leuten. Niemals lassen wir uns das nehmen. Evakuieren. Vergiss es. Scarecrow macht mir keine Angst. Und Batman? Und Batman? Komm. Boom. Das passiert, wenn man sich mit Batman anlegt. So, Leute, wir befinden uns hier gerade vor dem Eingang zum Wayne Tower und was sich dort drin verbirgt, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich über eine Bewertung freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.